Bienen sind Standardsystem. Das ist ja das Standardsystem. Das ist, also ich habe zwei verschiedene, die aber kompatibel sind, lustigerweise. Das nennt sich grundsätzlich, ist es das Einheitsmaß. In Deutschland heißt das deutsche Normalmaß, ist die gleiche Größe, gibt es in Deutschland genauso wie in Österreich. Das betrifft einfach die Größe von den Holzkasteln und dann die Größe von den Waben, die da drin hängen. Und je nach Volksstärke eben wird das aufgebaut auf zwei, auf drei, drüben welche mit vier Etagen. Und die ganz kleinen Mini-Holzkisten, die da stehen, das sind meine Vermehrungsvölker. Also das sind wie beim Pflanzenbau, wo man Steckling quasi nimmt von einer Mutterpflanze. Macht man das bei den Bienen sehr ähnlich. Man nimmt aus einem Muttervolk zwei, drei Brutwaben raus und kann neue Ableger erstellen, die in weiterer Folge dann Überwinterungsvolk aufbauen und nächstes Jahr sind das dann meine Jungvölker, meine honigbringenden Jungvölker quasi, genau. Deswegen. Verhinderst du, dass sie schwärmen? Man versucht es. Das ist quasi das gute imkerliche Handwerk, ist es, Maßnahmen zu ergreifen, die Bienen in der Kiste behalten und dass sie halt eben nicht abhauen. Ich habe allerdings einen gewissen Prozentsatz trotzdem jedes Jahr. Der Schwärm teuer, wenn es wenig war, nicht so ein Schwarmjahr. Heuer waren es 10% von meinen 35 Völkern, sind drei Völker geschwärmt. Das ist vertretbar. Wenn jetzt ein Drittel schwärmt, wenn jetzt von meinen 30 Völkern 10 schwärmen würden, hätte ich wirtschaftlich ein Problem, muss ich sagen. Weil die Völker den Honig nicht mehr bringen in dem Jahr. Wenn man die Bienenmasse jetzt um die Zeit zum Vermehren fehlt und weil sie die Varroa daheim lassen. Also Schwärmen ist ein Gesundheitsprozess im Bienenvolk. Die Bienen, die abhauen, sind gesund und lassen quasi die Krankheiten daheim. Bei mir am Stand, das bleibt da, die gesunden Bienen, die Mannschaft, die was arbeiten soll, ist weg. Und nebenbei muss man auch wichtig erwähnen, es kommen in der freien Natur 95% der Bienenschwärme einfach um. Und zwar nicht wegen Umweltgifte oder wegen fehlenden Tracht oder Nahrungsmitteln, sondern einfach, weil es keine Höhlen gibt. Ganz einfach, es gibt keine hohlen, abgestorbenen Baumstämme mehr. Ich beobachte es beim Bienenstand im Burgenland, da stehen ganz hohe Akazien und du kommst hin und siehst, da oben hängt der Bienenschwarm, leider ausgefahren, der hängt da oben. Und ich komme eine Woche später hin und der hängt noch immer da oben. Und das ist komplett unnatürlich. Also Erfolg, das hängt einen Tag oder zwei Tage am Baum, sammelt sich dort und dann suchst du eine neue Bleibe, braucht ein neues. Eine Höhle, einfach eine Baumhöhle. Und wenn sie nicht findet, dann muss es da bleiben. Und wenn es da bleibt, ist es zum Tode verurteilt. Der nächste Gewitterregen kühlt die Ober, die fallen am Boden, die sind dort. Also das beobachte ich jedes Jahr und es tut mir weh als Imker. Das ist wie wenn du ein Schafhirte bist und die halben Schafe sterben immer. Das ist nur in der Allgemeinheit noch nicht so präsent. Ich sage mal, tote Schafe auf der Wiesen, die würden jeden auffallen. Die toten Bienen sieht keiner. Die verschwinden, die sterben weit weg vom Volk, die fliegen aus irgendwo ganz hinten oder auch der Schwarm weit im Wald. Ist unsichtbar und damit ja, ist es ein bisschen in der allgemeinen Wahrnehmung ein bisschen so ein schwieriges Thema mit dem Schwärmen, sage ich mal. Ja. Aber ich versuche es zu verhindern, gelingt mir nicht immer. Man macht es über Raumgabe, sage ich mal. Also ein bisschen ist es so, wenn die Hütte zu voll wird, kriegen die Bienen das Gefühl, hey, wir könnten uns ja vermehren und ein Schwarm, wir ziehen aus. Um das zu vermeiden, kommt einfach eine neue Holzkiste oben drauf. Dann ist das Gefühl hoffentlich weg, dass es zu eng ist. Sondern wir haben noch Platz, wir können noch mehr brüten, wir könnten noch über den Honig eintragen. Es ist ein bisschen eine Stimmungsgeschichte. Und die Stimmung muss ich als Imker erkennen, wenn ich reinschaue. Und versuchen zu ändern, was gelingt oder gelingt auch nicht. Es gibt kein allgemeines Rezept. So macht es, dann funktioniert es. Wie so oft in der Natur hängt es von ganz vielen Faktoren ab, die ich nicht beeinflussen kann. Das, was ich beeinflussen kann, versuche ich zu beeinflussen. Genau. Das ist so mein Zugang. Und kriegst du die Schwärme dann noch eingefangen? Sehr unterschiedlich. Also beim Heimstand ja, wenn man daheim ein Schwarm abgeht und er hängt in einer vernünftigen Höhe, wo ich noch hinkomme, dann geht's. Wie gesagt, bei meinem Wanderstand, da sind die Akazien 20, 25 Meter hoch. Da brauchst du ein Feuerwehrauto, das wäre der Aufwand nicht wert, den zu holen und das Risiko auch nicht, das sind verloren. Das ist so, ja. Hast du vorgepresste Waben drin oder wie machst du das? Ja, es ist so, ich habe angefangen mit der Imkerei 2013. Und das war nicht biozertifiziert am Anfang. Und im Zuge, dass wir den ganzen Hof biozertifiziert haben, wollte ich die Imkerei mit drinnen haben. Und im Zuge dessen musste der komplette Wachs, wie soll ich sagen, du musst dein ganzes Wachs ausscheiden und komplett einen neuen Wachskreislauf beginnen, damit das ganz sicher unbehandeltes Wachs ist. Weil sie genau durch die ganzen Giftstoffe sammeln, auch Umweltgifte leider und verschiedenste Sachen. Das ist Fett, Wachs ist nichts anderes wie Fett. Und das ist ein super Speicher für die ganzen Sachen. Also ist schon nachvollziehbar, warum die das wollen. Ist ein ziemlicher Aufwand gewesen. Musste am Anfang einiges an Biowachs zukaufen. Das ist jetzt mittlerweile vorbei. Ich habe meinen eigenen Wachskreislauf. Sprich, das funktioniert so: Wachs, das anfällt und recycelt werden soll, kommt in einen Sonnenwachsschmelzer. Kann ich auch noch kurz sagen, was du willst. Das ist
ja, kurzes Kastel, ein kleines Kastel mit einem Fenster, mit einem alten Sonnenlicht, Wärme, Wachs schmilzt. Das ist ein Reinigungsprozess. Und das ist dann eine Winterarbeit, wenn ich meine Wachsblöcke dann einschmelze und wieder diese Mittelwände gieße, genau. Das ist eine dünne Wachsplatte, die als Bauvorgabe quasi in den Volk, ins Volk eingehängt werden. Der Sinn von dem Ganzen ist, dass die Bienen die Waben so bauen, dass ich die bewegen kann. Wenn ich sie nicht bewegen kann, dann muss ich sie zerstören, um sie zu entfernen oder sie neue zu geben. Das war früher die Korbimkerei, also Honigernte. Früher hat Kassen das Volk vernichten, Rauch rein und ausbeuteln alle Bienen und dann mit dem Messer die Waben rausschneiden. Blöderweise ist immer unten die Brut und der Honig oben. Also du musst die ganze Brut zuerst vernichten und rausschneiden, bevor du den Honig rausschneiden kannst. Und dann presst du die Waben aus und hast dann Honig. Und heutzutage eben der Fortschritt in der Imkerei war der, dass man sagt, die Waben bleiben ganz. Ich schaff's, eine Wabe auszuschleudern und leer zu bringen und dann wieder den Volk reinzuhängen. Spart eben extrem viel Energie in der Wachsproduktion und da es gibt eine begrenzte Anzahl an Arbeitskräften im Bienenvolk und die können entweder Honig sammeln, Wasser sammeln, Pollen sammeln oder sie müssen die ganze Zeit nur Wachs bauen, sag ich mal, und Waben bauen. Das ist energietechnisch sehr aufwendig. Und sie sollen bauen, sie müssen bauen jedes Jahr, das ist auch wichtig, aber eben nicht viel zu viel. Und um das ein bisschen zu beeinflussen, genau, gibt es diesen Wachskreislauf. Generell ist es eine schöne Ergänzung im Betrieb, eben Honig mit anbieten zu können. Ich möchte die Bienen da nicht missen, einfach als belebenden Faktor am Hof. Das war immer so ein bisschen ein toter Winkel, da hinten ist nicht viel passiert. Jetzt ist es ein wichtiger Platz, sage ich mal, da bin ich wöchentlich mindestens einmal, verbringe ein paar Stunden da. Sie bestäuben das Gemüse super schön, das Obst ist, steht super fett da. Es ist auch ein gewisser Kreislauf kommt im Gang durch die Bienen. Man darf nicht vergessen, der Bienenvolk erzeugt 20 Kilo Mist. Man glaubt es nicht, im Jahr 20 Kilo. Die bleiben nicht drin, sondern die werden vorne beim Flugloch rausgeschmissen. Einfach Kot, alter Pollen, was auch immer. Man sieht es dann sehr schön, dass die Wiesen, die von den Bienenstöcken meistens viel höher ist wie der ganze Rest. Kommt einfach daher, dass die vorne das ausputzen. Das wiederum zieht eine Vielzahl von anderen Tieren an. Das zieht einen Igel an, der sich die toten Bienen holt. Der Feuersalamander, der da nach irgendwelchen Resten sucht. Die Vögel sind viele da. Ich habe sogar schon Eidechsen beobachtet, die direkt vom Flugloch warten, weil die Bienen, wenn sie schwer beladen haben, kommen nicht so ganz zielgenau landen. Und wenn sie dann ungeschickt irgendwie hinpurzelt, zack, die Eidechse da. Natürlich für mich als Imker nicht beabsichtigt. Aber sie stört mich nicht. Die Eidechse, die drei Bienen am Tag frisst, sollte fressen und ab und zu ein paar Läuse, dann passt das schon, sage ich mal. Ne? Also so ist es vom ganzheitlichen Konzept her, für mich macht das voll Sinn. Und arbeitstechnisch, habe ich vorher schon erwähnt, immer nur im Gemüsebeet, immer nur im Tunnel. Es ist eine schöne Abwechslung, mal beim Volk zu stehen und die Sachen zu machen. Und ja, Bienen so, also heutzutage ein wichtiges Thema. Es gibt immer weniger, sie haben schwer, ohne menschliche Betreuung ist es überhaupt ganz schwierig. Also von dem her kommt mir vor Leistung einen wichtigen Beitrag. Ich habe einmal in meinem Leben drei Völker gekauft, mittlerweile habe ich jetzt 35 Völker. Die würde es ohne mich nicht geben, denke ich mir. Also das ist mein Beitrag dazu und als Gegenleistung kann ich bloß Honig vermarkten. So ist der Austausch in dem Fall. Und es ist in der Imkerei nicht die Gefahr, dass man schnell reich wird, sage ich mal. Man hat hohe Anschaffungskosten, man hat einen relativ hohen Arbeitseinsatz sowieso, wurscht, ob ein Honigernte ist oder nicht, dann hast. Und dann kommt es aufs Jahr drauf an. Dann hat man einfach, da kann man es Imker nicht viel machen. Gibt es fette Jahre, da finden sie viel, das ist die Brude voll mit Honig. Und es gibt genauso magere Jahre, da macht alles richtig und hast super starke Völker. Die Natur gibt nichts her, das Wetter passt zur falschen Zeit immer nicht. Dann muss man damit genauso leben können, genau. Also so muss man den Betrieb irgendwie planen, dass das keine Katastrophe ist, wenn einmal ein, zwei schlechte Jahre sind. Das ist in der Imkerei anders wie zum Beispiel in der Gärtnerei, wo ich mir keine schlechte Saison leisten kann. Da kann mal Kultur daneben gehen oder ein Beet daneben gehen, aber wenn das ganze Anbaujahr quasi jetzt Katastrophe wäre, wäre es für mich wirtschaftlich wirklich schwierig. In der Imkerei muss man auch anders planen. Was der Riesenvorteil ist und mir auch wirklich Stress genommen hat, ist, dass Honig ein super haltbares Produkt ist. Jetzt vermarkte ich sonst nur Frischgemüse und Topfkräuter, die einfach Topfkraut ist 14 Tage schön im Topf, dann gehört's umtopft oder auspflanzt. Gemüse ist 3-4 Tage frisch, dann ist es welk. Honig produziere ich jetzt, der steht im Lager und wenn ich zu Weihnachten brauche, hole ich ihn zu Weihnachten raus. Und er ist komplett perfekt, so wie die Leute haben wollen. Also da gibt es quasi kein Ablaufdatum. Man schreibt aufs Glasl, wenn man abfüllt, dann ist drauf, aber es ist eigentlich hinfällig. Er haltet, wenn er gut sauber produziert ist und Qualitätshonig geerntet ist, quasi unbegrenzte Haltbarkeit. Im Vergleich zu Erdbeeren, die ich heute pflück und morgen
kann ich sie alle selber essen, quasi zur Not. Ist das was Superes, was man einlagern kann, bei Bedarf holen kann. Und es ist eine schnelle Abwicklung nebenbei. Ab Hofgeschichte, jemand kommt, holt ein Glas Honig, greife eine, da hast Geld, danke. Salat, lass alles liegen und stehen, gehst mit dem Typen oben zum Salatfeld, schneidest einen Salat, da hast, also es dauert waschen auch noch, Schnecken picken auch noch drauf und dann hast du 1,50 €. Also das geht viel schwieriger, sage ich mal, das ist wie Honig ab Hof vermarkten, ist easy. Ich habe Kollegen, die sind reine Berufsimker, Vollerwerbsimker, möchte nicht tauschen mit denen. Also ich bin der, der verschiedene Sachen machen will. Ich lerne viel bei denen, habe denen geholfen, die helfen mir, ist ein guter Austausch. Sind Bio-Imker, ist eine Bio-Imker-Reihe, eine große. Aber ich möchte nicht nur das machen. So wie ich nicht nur Gemüsebau machen möchte, ist es interessant, vom einen zum anderen zu wechseln, zu kennen. Und ja, unterschiedliche Körperpositionen einzunehmen, unterschiedliche, stark sich konzentrieren müssen oder mal im Gemüsebau monoton dahin handeln, ohne viel nachdenken, einfach nur anstrengend und heiß. Das ist genau die Abwechslung, die es für mich attraktiv haltet. Genau. Und immer nur die Faszination für ein Insekt, das staatenbildend ist, das einfach 30.000, 40.000 Individuen leben da zusammen auf einem engen Raum, machen so wunderbare Sachen wie Propolis und Bienenwachs, also unglaublich schön zum Beobachten. Und natürlich auch der Honig. Ich meine, wenn wir schon da sind, muss man natürlich auch Waben auserziehen. Ja. Es duftet jetzt heraus, muss ich sagen. Man riecht jetzt die trockenen, würzigen Waldhonig ein. Mal wie die Mädels drauf sind. Ja, schaut recht gut aus, würde ich sagen. Also das wäre gut gefüllte Honigwabe. Es ist noch nicht ganz reif, der Honig, das sieht man im Wachsdeckel. Da oben, wo er reif ist, verschließen die Bienen mit einem Wachsdeckel. Das ist wirklich luftdicht, perfekt verschlossen. Da unten ist jetzt noch offen. Das heißt, er bleibt jetzt noch drin, eine Woche, 14 Tage, bis wirklich der Wachsdeckel sich über die ganze Wabe oder zumindest zwei Drittel drüber zirkt. Dann ist es perfekt reifer Honig, gut zum Ernten, genau richtig. Aber noch ist eine Spur zu früh, die Wabe kommt zurück. Hier dürft ihr noch weiter den Honig umarbeiten. Das greifen sie an, ja. Vielleicht die Bärenassoziation. Das ist voll so. Man hat immer ein helles Gewand oder Simka. Das hat den Sinn, dass man eben möglichst anders als ein Bär ausschaut. Also dunkelbraun ist ganz schlecht und scheint auch das haarige, pelzige. Das, ja, taugt dir nicht besonders. Es ist auch das Wetter nicht optimal. Es ist ein bisschen so schwül. Ich sag mal, wenn es ein strahlend schönes Wetter ist, wäre es einfacher. Aber ja, das ist halt dann der Honig, so kommt da raus. Das ist der Waldhonig, den wir gerade gesehen haben. Das sehen wir, wunderschön dunkler, würziger Waldhonig. Da haben wir einen Akazienhonig. Im Vergleich schaut ganz anders aus. Das ist ein heller Blütenhonig, flüssig, der ist eher fest. Genau. Da gibt es noch einen Rapshonig. Das ist der Cremehonig. Für alle, die Honigbrot gerne mögen, ist der super. Also schaut mal auf eine breite Palette. Da gibt es dann noch Wabenhonigstücke für die Leckermalchen. Naturpur, sage ich mal, also so, das ist wie aus dem Stock kommt, original. Gibt es manche, die stehen drauf, besonders. Genau. Das sind so die Honiggeschichten, die danach kommen. Der Naturkaugummi. Genau. Der Sonnenwachsschmelzer. Ich zeige jetzt noch kurz her, wie das im Grunde genommen funktioniert. Da kommen alte Waben rein, teilweise einfach nur Wachsreste, quasi, die fallen an, immer wieder. Sonne scheint rein, es kriegt bis zu 90 Grad da drinnen. Das Wachs fängt bei 60 Grad zum Schmilzen an, rinnt da durch. Etwaige Rückstände, es bleiben so Chitin-Nymphenhäutchen von den Bienen, die geschlupft sind, zurück immer in die Waben, die bleiben da übrig. Sprich, es kommt wirklich ein schwarzes Wachs da oben rein und es kommt unten wunderschön gelb raus. Das ist jetzt noch nicht ganz fertig, das ist einmal grob gereinigt. Sprich, das wird nochmal aufgekocht in einem klaren Wasser. Dann setzt sich immer der Dreck unten ab und das Wachs schwimmt oben. Das wiederholt man zwei, dreimal. Das mache ich dann im Winter, da ist Zeit für sowas. Ja. Dann hat man ein fertig gereinigtes Wachs, das wieder wunderschön zum Einsetzen geht. Genau. Und das ist schon. Genau. Was ist das Flüssige? Wasser. Sonst würde es festkleben an dem Behälter. Also füllt man mit Wasser an. Und was ich da so zwischendurch absetze, das ist Honig. Das sind Honigreste, das ist kein Wachs. Okay.
Weil halt gewisse Honigreste immer drin sind. Ja. Es gibt Kollegen, die verwerten das teilweise noch als Bienenfutter. Ich entsorge das eher, ich muss sagen lassen, es ist nicht so schlau. Wegen Krankheiten? Ja, genau. Ist einfach hygienisch leicht bedenklich, sage ich mal, da jetzt noch irgendwie das zu verfüttern. Ja. Das wächst nicht, das kann ich super erhitzen und es wird noch zwei, dreimal gereinigt. Das ist eine wichtige Geschichte, um das Wachs wieder irgendwie am Betrieb zu halten. Weil das ewige von draußen dazukaufen, es ist wachsknapp, es fangen voll viele junge Imker an zum Imkern. Der Wachspreis steigt und damit wird es attraktiv, das zum Strecken zu verfälschen. Tatsächlich gibt es voll viel Wachs, das mit Paraffin gestreckt ist. Das heißt, Mensch, schwer zu unterscheiden, das merkst du, wenn du es ins Bienenvolk einbringst und die Bienen damit nichts anfangen. Ich würde sagen, 50% Paraffin interessiert mich nicht, ich will Bienenwachs und zwar 100%. Haben sie meist Probleme, kommt viel aus Asien, billiges Bienenwachs, was wir importieren, weil wir in Europa zu wenig haben. Und also da bin ich heilfroh, dass das vorbei ist und dass ich meinen eigenen Wachskreislauf habe und einfach weiß, was ich verwende, was ich alles, was ich in den Bienenvolk einbringe, kommt aus dem Bienenvolk raus. Also das ist wie im Garten, eine Kompostwirtschaft, einfach, das ist, macht Sinn, ne? Das ist irgendwie so, wie es laufen soll. Und es wird mehr, weil nur die Mittelwand und dann den Aufbau der Wabe machen Sie dann? Die machen Sie selber, genau. Also die Mittelwand ist ja wirklich wie eine A4-Platte, kann man sich das vorstellen, ein bisschen dicker, vielleicht so 3 mm starke Wachsplatte, wo Sie dann die dreidimensional ausbauen können. Die bauen da ihre Zellen drauf. Ich kann das kurz demonstrieren. Ich kann eine Mittelwand zeigen oder fertig ausbaute Wabe. So als Unterschied, was daraus passiert, das ist vielleicht ganz interessant. Also nochmal zum Wachskreislauf jetzt, wenn wir davon gesprochen haben. Das ist eine sogenannte Mittelwand. Das ist quasi das, was ich den Bienen bereitstelle. Ein Holzrähmchen mit einem Wachs, das ich flüssig mache. Ein reines Bienenwachs, das kommt dann in einer Form. Schaut aus wie so ein Toaster, den kann man dann so abklappen. Der prägt mir das Sechseckmuster rein. Das hat den Sinn, dass die Biene die Waben nicht irgendwie so schief reinbaut, sondern wirklich so schön gerade, dass ich das Rähmchen rausziehen und wieder reingeben kann. Das ist der ganze Sinn. Wenn ich das reinhänge, machen die Bienen das draus. Also man sieht, sie bauen das dreidimensional aus. Man sagt, die Bienen bauen das eben aus. Das ist dann gleich dick wie das Holz. Mhm. Wunderschönes Jungfernwachs heißt das. Das heißt, die Königin hat da noch nie ein Ei in die Zelle gelegt. Und das ist eine Biene draus geschlüpft. Und es war wirklich nur, ist gebaut worden und vielleicht war ein bisschen Honig drin, sonst noch nichts. Wenn es jetzt länger im Bienenvolk hängt, wird entweder Pollen oder Nektar eintragen oder die Königin kommt und legt ein Ei. Und wenn die Königin, also in einer Zelle legt sie ein Ei und schlüpft der Biene 3 Wochen später, wenn sie das macht, muss ich die Biene von der Made zur fertigen Biene verpuppen. Und zwar zweimal macht sie das, die verpuppt sich und schlüpft neu. Und da hinterlässt sie ein Nymphenhäutchen, nennt man das. Das ist ein ganz dünnes Chitinhäutchen, das ein bisschen dunkle, leicht dunkle Farbe hat. Und wenn sie, die Königin kommt dann wieder und legt wieder ein Ei in die Zelle und wieder und wieder und wieder. Und das verursacht, dass die Wabe immer dunkler wird. Sprich, eine Brutwabe, so wie die, da war, schätze ich jetzt einmal, so zwischen 5 und 10 Mal ist die Königin schon gekommen und hat da ein Ei reingelegt in die Zelle. Die Biene ist geklubbt, sauber gemacht, die nächste Königin kommt wieder, legt wieder ein Ei. Es wird immer dunkler. Man sieht es, wenn es noch länger drin ist, es wird kohlrabenschwarz irgendwann. Und man sagt, alle 3 Jahre einen komplett neuen Wabenbau bei den Bienen haben. Sprich, ich muss ein Drittel meiner Waben jedes Jahr rausbringen, einschmelzen und ein Drittel meiner Wabenanzahl an Mittelwände ins Volk einbringen. Damit haben sie gute Beschäftigung, produzieren neues Wachs, müssen bauen, wie es die Natur vorgesehen hat. Und ich habe eine gute Quelle, an mein Altwachs zu kommen, das sie brauchen, um wieder Mittelwände daraus herzustellen. Und die Frage ist, wie wird so ein dunkler Wachs, eben so ein schönes helles Wachs, und das mache ich mit meinem Sonnenwachsschmelzer. Die Nymphenhäutchen bleiben mit so einem simplen Sieb einfach hinten oben zurückhalten. Das Wachs verflüssigt sich durch die Sonnenenergie, wird flüssig, sammle ich unten den Sammelbehälter wieder auf. Und es ist wie Zauberei, schwarze Wabe rein, wunderschönes gelbes Wachs kommt unten raus. War am Anfang selber geflasht jedes Mal. Aber ja, so komme ich zu meiner Mittelwände und zu meinem Wachskreislauf. Genau, und wenn man da wirklich Überschüsse hat, könnte man halt Kerzen gießen und Cremen machen und Salben, das ist ein super Rohstoff. Aber es ist in der Bio-Imkerei schwer, ein gutes Wachs zu kommen, der Preis steigt jedes Jahr. Also ich mache da wenig Kerzen und schaue, dass ich das eher für meine Bienen kaltes Wachs. Ja. Genau. Und die Honigwabe, die kommt sowieso raus, oder? Die Honigwaben kommen raus, das war eine Honigwabe. Deswegen ist sie nicht mehr so perfekt wie zum Beispiel die da. Also die Bienen würden das natürlich perfekt hinterlassen, so eine Wabe. Man sieht es an den Rändern. Die war in der Schleuder, deswegen ist es so leicht deformiert. Man sieht dann ein bisschen, es biegt noch so die letzten Reste an Honig drauf. Das wäre egal, wenn es ins Volk zurück reinhängt, kann es in den Zustand reinhängen. Für die Bienen ist das hochattraktiv. Das riecht nach Honig, sie kommen, da sind Reste drauf, sie schlecken das sauber, sie putzen das.
und innerhalb von 24 Stunden ist der wieder perfekt hergerichtet. Das braucht nicht viel Zeit, nicht viel Energie. Schaut fürs menschliche Auge jetzt irgendwie zerstört aus, aber ist es kaum. Mir ist jetzt fast zur Spur zu dunkel. Also das ist so ein grenzwertiger Fall, man könnte es nochmal verwenden. Wenn es noch eine Spur dunkel ist, wird es auf jeden Fall ausgeschmolzen. Und weil wir jetzt Ende der Bienensaison haben, es ist bald Mitte Juli, kommt die Wabe nicht mehr ins Volk. Die kalt ist ja zurück zum Einschmelzen. Die aber natürlich nicht. Das ist eine super schöne Jungfernwabe. Die kalte im Lager auf bis nächstes Jahr. Wenn ich sie wieder brauche, im April, im Mai, dann, und ich eine neue Kiste oben aufsetzen will, dann kommen die schönen Jungfernwaben oben drauf. Wie kommst du an die, wenn dein Volk zusammenbricht? Oder? Sollte nicht passieren. Das ist, glaube ich, sogar auch eine ausgeschleuderte Wabe. Da war nur von Haus aus sehr wenig Honig drin. Ah. Dann hat sie das heißt, wenig verdeckelt. Und wenig verdeckelt und wenig Druckenergie dadurch. Sonst passiert schon durchaus, dass sie in die Mittelwand reinhängen. Dann ist ein bisschen ein Trauch. Also sie finden ein bisschen Nektar, sage ich mal. Sie kommen heim, fangen an bauen und dann hätte die Nektarquelle versiegt, weil es am Tag geregnet hat und die Blüten alle weg sind. Also es kann durchaus passieren, dass sie eine Wabe ausbauen und dann nichts damit anfangen, weil sie den Platz nicht brauchen. Vor allem im unteren Bereich entstehen jetzt um die Jahreszeit, wenn ich als Imker länger nichts tue, viel Leerräume, weil die Bienen tendenziell nach oben wandern. Umso näher der Winter ruckt, wollen sie weg vom Eingang, den Honig ganz sicher ganz weit weg vom Eingang lagern. Die Brut, die Königin will auch weit weg vom Eingang, also zieht alles nach oben. Wenn ich als Imker nichts tue, wird unten relativ viel, das sind sicher 4-5 Waben leer. Ich kann Gegenmaßnahmen ergreifen. Ich kann die Königin mit einer Drohnenwabe nach unten locken, hänge eine Drohnenwabe rein. Die Königin sucht die und will dort Eier reinlegen und wird man dann nach unten gehen. Da gibt es verschiedenste Zugänge und Techniken. Das ist eine Riesenwelt. Wie sehr man halt auch Einfluss nehmen will, muss, wie sehr ist der wirtschaftliche Druck im Hintergrund, mache ich das reines Hobby, Bienenerhaltungsgeschichte nebenbei oder ist es so wie bei mir schon ein Betriebsstandbein, das einfach dass ein bisschen was abwerfen muss, damit es in der Form betreiben kann. Genau. Also, da spielt dann viel mit, wie man es machen will.